So, willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir haben in der letzten Folge eine Flugzeugmission gemacht. Und da haben wir der Truth ein bisschen helfen mein. Und Anruf. Hey! Carl, it's me, the Truth. We got a date with Destiny, man. In about 5 minutes. Where you at? At the old airplane graveyard you've been hanging around. Ah ja, okay, da haben wir, kriegen wir gleich wieder eine Mission. Und ja, machen wir gleich, bevor wir zu Las Venturas kommen. Halt, jetzt hab ich's nicht drauf. Damn, where is this fool? Whoa, shit! Hey man, look out! Oh. The new age begins here. Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything. Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal stuff. Oh, yeah? What stuff? I don't know yet. Oh, you don't know yet. I was starting to think you was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on Earth, dude. Peace on Earth, genau. Okay, wir haben jetzt dazu einen Zug gefahren. Na, zu fliegen natürlich. Ja, wir haben ein Jetpack. Und ich müsste da mal irgendwie hochkommen. So. Schauen wir mal gleich mal, wo der Zug entlang fährt. Okay, ich müsste bloß noch mal die Bahnstrecke da oder auffahren. Ah, da ist schon gleich ein Tunnel. Das ist blöd. Alter, das ist schon der richtige Weg, oder? Ja. Dann schneiden wir ein bisschen die Kurve. Weil da vorne müssen wir da dann entlang fahren. Ja, wir haben jetzt irgendeinen Stoff oder sonst was klauen. Und da müssen wir natürlich wieder alle umbringen. Geht leider nicht anders. Ja, aber was hätte man anders erwarten mein? Und da vorne ist schon der Zug. Wie habe ich denn das immer gemacht? Ich glaube, ich habe mich vorne irgendwie aufgesetzt. Oder ganz hinten. Da haben wir schon gleich jemanden. So, aufsetzen, aufsetzen. Ja, ich bin Roma. Ja. So. So, da haben wir da überall noch schöne Wachen. Da war ich nicht so ganz treffend da. So. Das war doch schon mal gut. Wir sind schon mal auf dem Train. Da vorne ist auch noch einer. Was muss ich jetzt machen? Oh. Info. Zerschieße die Kisten, um den Behälter mit den grünen Glibber zu finden. What? Die Kiste ist leer. Schade. So, der ist auch down. Wird wahrscheinlich eh immer in der dritten Kiste sein. Die Kiste ist leer. Ach, schade. Wow, da ist ein Bouncer sogar drum. Nachladen! Wow, der Bouncer war geil. So. Oh mein Gott. Jetzt bin ich im Tunnel. Ah! Okay. 2600 Schuss habe ich nur. Geiles Ding. So, wir haben jetzt 3 Sterne. Jetzt muss schnell gehen. Weil jetzt kommen auch Hubschrauber und verfolgen uns. Die Polizisten kennen uns eigentlich überhaupt nicht. Oder ja, wir haben bloß nur 2 Sterne. Ja, perfekt. So, dann. So, dann steigen wir ein bisschen an. Oh.
in die Markierung. Ah ja, fast. You got it, man? I got something. Let me see. Ooh, everything is different now. What is it? Everything. They will call this Year Zero. I'll be in touch. Wait! What is... Yeah, see you around. Sehr komischer Typ, der The Truth. Also, weil ich schon, ich glaube, in die ersten Missionen gesagt habe, Gold wird da einfach nachgeschmissen. Wir haben jetzt hier ein Unternehmen. Da können wir 10.000 Dollar immer holen. Also maximal 10.000. Dann haben wir da glaube ich, da irgendwo ein Zero sein Laden. Da können wir 2.000 Dollar holen. Wir haben, ich glaube irgendwo in den Eck da, oder? In den Eck da, oder? Haben wir die Dingenskirchen Parkmission gemacht. Da können wir auch immer die 2.000 Dollar holen. Und irgendwann können wir sie das Unternehmen noch kaufen. Dann können wir, ich glaube, 2.000 Dollar immer holen. Also das Geld wird das so nachgeschmissen in den GTA-Serien. Also in San Andreas ist echt extrem. Okay, das war's wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao.